Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir haben noch so ein paar Kilometer vor uns, von daher wollen wir uns mal schnell wieder in Bewegung setzen. Mein Rechner macht heute Morgen wieder wundersame Dinge. Wie zum Beispiel abstürzen, das Lenkrad nicht erkennen und so weiter. So, aber wir sind dabei. So, links rüber. 780 Kilometer noch. Hatte ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Mal schauen, wann wir die schaffen. Und dann wollen wir ja nach Södertälje. Södertälje, glaube ich. Nee, warte mal. Das A ist das... Das O ist das Ding da. Ich habe gerade keine Ahnung, wie man es ausspricht. Egal. Wir haben noch Benzin hinten drauf. Wenn das abgeladen haben, werden wir auf jeden Fall mal eine Werkstatt aufsuchen müssen. So, der natürliche Verschleiß nagt. Auch wieder diese geile Beleuchtung hier, ey. Hier die Tankstelle rechts ist auch wohl neu. Ja, Aufzeichnungstag Sonntag. Ein herrliches Wetter draußen. Ich habe hier auf meinem Balkon, hatte ich eben, da stand aber wohl die Sonne davor, 20 Grad, jetzt sind es immer noch 17 Grad. Geht ein bisschen runter, 16,4. Vielleicht weht ein Wind oder so. Aber trotzdem sehr, sehr angenehm. Du kannst erstmals wieder ohne Mütze und Handschuhe und so weiter. Scheibenhonig. Aber aus dieser Nummer kommen wir ohne Mogelpackung nicht wieder raus. Müssten eigentlich... Ja, halt's Maul. Uns verfahren. Was soll ich denn tun? Wenn man jetzt wüsste, was so von hinten kommt, ne? Ich glaube, nach dem könnten wir auch machen. So, mal eben flott umgeparkt. So geht's. Jetzt sind wir auch wieder auf dem richtigen Kurs. Geht in Real Life natürlich nicht. Das Problem ist, da ist Map-Ende und da wären wir nicht weitergekommen. Hallo, Kollege. Ich habe mich verfahren. Hast du gesehen? Ich kann aber teleportieren. Ah, lässt du mich rein, ne, wa? Sollen wir uns diese enge Gasse hier teilen? Loch. Hätte ja mal kulant sein können, ne? Aber nein. Aber das ist so typisch. Das ist... Das ist ja auch in der realen Welt so. Die Welt ist mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, größtenteils ich bezogen. Ich. Ich komme als erstes. Ich freue mich aber nur über ein Däumchen. Däumchen wären Träumchen. Jetzt habe ich meinen Text bald vergessen. Däumchen wären Träumchen. Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Dürft euch meine Amazon-Wishlist angucken. Könnt so alles Mögliche machen. So.
Ja, es wird hell. Sonnenaufgang. Wir sind jetzt nicht die ganze Zeit im Dunkeln gefahren. Auch perfekt. Da vorne ist schon wieder so eine Abzockstation. Ja, nie ist klar. Von da hinten hast du mich geblitzt. Mhm. Gehe ich voll mit. Leck mich doch an den Füßen, du Affe. Hier durch. Nur ein weiter wäre Telepass gewesen, ha? Huh? Sag mal, was macht ihr hier? Genau, kaum sind keine Linien auf dem System, fangt ihr hier an, Stau zu produzieren, ne? Alpha, UK. So. So sieht das aus. Bisschen Gas geben. Ja, schöne entspannte Fahrt am Dienstagmorgen um 6.18 Uhr. Was gibt's Schöneres? Ein Abschleppdienst. Und wenn wir so weiterfahren, dann hängen wir bald da hinten dran. Wer jetzt bremst, bin ich am Arsch. Mach mal Platz. Grenze, warum bremst du? Blöd, Mann. Es war Absicht. Der hat mich ausgebremst, es war Nötigung. Klagenfurt. Ja, da kommen wir gleich auch wieder dran vorbei. Wenn ich jetzt ein bisschen besser im Geradeaus fahren würde, würde ich ein bisschen rechts runter gucken. Aber okay. Gut, und tschüss. Ah, ich denke, die letzten paar Kilometer werden wir unseren Sprit auch noch heile ans Ziel bekommen.
Gerade nach der Katze geguckt, Entschuldigung. Da verliert man gerne die Spur. So, wir fahren geradeaus weiter. Ah, Junge, du hast dich aber auch im letzten Moment entschieden, wa? Unvorhergesehene Verkehrssituation. Rechts Baustelle bzw. Holzlager. Ja, wir kommen ganz gut voran heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin begeistert. Bin ja mal gespannt, ob wir hier gleich auf einen... Oh, da ist ein Flugplatz. Okay. Gespannt, ob wir auf einen Parkplatz stoßen, auf dem wir fahren können. Das ist jetzt erst Klagenfurt, okay. Wo wir uns nicht wieder auf den Seitenstreifen stellen müssen. Obwohl so eine Pannenbucht wäre auch okay. Ich glaube, da hinten kommt irgendwas, wenn wir da rum müssen. Nee, sieht nicht danach aus. Nix Pannenbucht. Da hinten ist aber ein Parkplatz. Den werden wir ansteuern. Denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir gucken dann nochmal ganz kurz auf die Karte. Wie weit wir es noch haben. Na gut, es steht da 495 Kilometer. Aber was wir dann noch zu sehen bekommen. So eine olle Tanke ist das. Naja, gut, besser als nix. Wir müssen jetzt hier auch nicht unbedingt schlafen. Das ist aber definitiv noch eine von den alten Tankstellen. So würde man es heute nicht mehr bauen, das ginge mit dem Verkehrsaufkommen gar nicht mehr. Okay. FH16, alles klar. Gut, genau, wir wollten noch kurz auf die Karte gucken. Hier sind wir jetzt an der Stelle, da stehen wir. Das hat er noch nicht aus, von da kommen wir. Hier stehen wir. Da wollen wir hin. Ja, hier sieht man schon, wo SCS am Werkeln ist. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und sage bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, tschüssi.